Es gibt ja eine Vielzahl von Faktoren, die die Schlafqualität unterstützen. Das sind zum einen natürlich Mikronährstoffe und die richtige Ernährung. Man kann das aber auch auf vielen anderen Ebenen unterstützen, zum Beispiel durch einen kleinen Abendspaziergang. Der Körper entspannt sich, die frische Luft versorgt den Körper mit Sauerstoff, ionisierte Luft im Wald, wenn man die Möglichkeit hat, ein bisschen im Grün zu gehen. Selbst die grüne Umgebung wirkt entspannend auf den Körper. Dann spielt natürlich die Schlafumgebung im Haus auch eine wichtige Rolle. Und da kann man sich drei L's merken. Das ist einerseits die Luft, also lüften, entweder Stoßlüften oder das Fenster offen lassen. Dann Licht, möglichst abdunkeln, weil eine zu helle Umgebung unterbricht oder stört auch wieder die Melatoninproduktion. Und Lärm. Wir können die Ohren nicht zumachen, das heißt, viele Geräusche werden vom Gehirn auch nachts verarbeitet und stören die Schlaftiefe und dann die Regeneration. Dann kann man die Abendknabberei so gestalten, dass sie eher das Einschlafen unterstützen. Also jetzt nicht unbedingt Chips essen oder andere schwere Sachen, Süßigkeiten, sondern zum Beispiel Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne, die Mikronährstoffe wie Magnesium enthalten, die eher den Körper unterstützen, sich zu entspannen. Und eine vielleicht der wirkungsvollsten Maßnahmen in diesem Zusammenhang ist die Nutzung von Medien, das heißt Handynutzung, Fernsehen, in der letzten Stunde vor dem Zubettgehen sowas einfach nicht mehr zu machen. Es sind viele aufregende Inhalte, es ist das Licht, flackerndes Licht und so weiter, die eher anregend wirken und den Prozess des Zuruhekommens und damit auch den Einschlafprozess ungünstig beeinflussen. Also einfach mal Handy und Fernseher ausmachen, lieber ein Buch lesen oder noch schöne Musik hören.